Ja, den Spielausgang konnte man auch an den beiden Gesichtern der Trainer deutlich ablesen. Julian Nagelsmann fröhlich mit einem Lächeln, Florian Kohfeldt ein bisschen ratlos und desillusioniert. Jetzt haben wir wieder das, was wir alle nicht wollten, nämlich Geisterspiele. Wie ist das aus Trainersicht, Markus? Du kannst es gut beurteilen. Verstellt man sich da ein bisschen als Trainer? Bremst man sich selber, weil man weiß, jedes Wort, was ich hier ablasse, das ist klar und deutlich zu verstehen? Oder ist das in der Emotion in diesem Moment gar nicht möglich? Ich habe es Gott sei Dank nie erleben müssen. Ja, ich habe Gott sei Dank in meiner Zeit immer vor vollen Stadien sein dürfen. Und also mir würde die Emotion fehlen, ja, weil das ist ein wahnsinnig schwieriger Job jetzt für die Jungs, die da an der Seitenlinie stehen, weil eben auf jede Kleinigkeit wird geachtet, jedes Wort wird, hört man. Ja, und also ich stelle mir das extrem schwierig vor. Also mir würde was fehlen. Das Positive erstmal für Florian Kohfeldt, das kann auch keiner Kohfeldt rausrufen im Stadion. Ja. Also wie ist das mit Kohfeldt? Kann der Abstiegskampf, wenn du schon eben gesagt hast, ja, der VfL ist ein Kandidat? Er kann es nicht, weil er ist mit Bremen abgestiegen. Ja. Also das sind halt mal die Fakten. Ja. Ein Jahr zuvor, gerade noch in der Relegation, sehr, sehr glücklich gegen Heidenheim bestanden. Und dann das Jahr darauf eben abgestiegen. Und ja, das wird auch für ihn eine extrem schwierige Situation sein, eine Herkulesaufgabe, weil er natürlich daran erinnert wird, was das letzte Jahr war mit Werder Bremen. Und jetzt denkst du, jetzt hast du einen Glücksfall, gehst zum VfL Wolfsburg, die ja von den Spielern her ja wirklich für die europäischen Plätze besetzt sind. Und auf einmal bist du wieder da drinnen, du denkst, du bist im falschen Film. Ja, wer ist denn fehl am Platz in Wolfsburg? Ist es der Kader oder ist es Florian Kohfeldt, der einfach nicht zu diesem Verein passt? Also das ist, glaube ich, ein bisschen zu früh, das jetzt tatsächlich zu sagen, dass er nicht zum Verein passt. Aber es ist natürlich in der Tat, wie Markus sagt, eine schwierige Situation. Das Fatale oder das wirklich sehr, sehr Schwierige ist, wenn man immer davon redet, dass man eigentlich, dass alle gut sind, dass man eine gute Mannschaft hat, ja, aber trotzdem nicht gewinnt. Ja, dann ist das sehr, sehr tückisch und sehr, sehr gefährlich halt. Ja. Andere Mannschaften, die sich von vornherein auf Abstiegskampf eingestellt haben, die können viel besser auch mit Niederlagen umgehen, weil sie sich schon darauf gedanklich vorbereitet haben, dass sie mehr Spiele verlieren, als sie das gewinnen. Und Wolfsburg hat in der Champions League gespielt und sind da ausgeschieden halt. Das war natürlich schon mal eine riesen Enttäuschung aus dem DFB-Pokal. Lustigerweise rausgeflogen, weil sie nicht wussten, wie sie wechseln sollten. Und am Ende jetzt sehr, sehr viele Niederlagen eingefahren. Aber dazu gehört das. Florian Kohfeldt ist der neue Mann beim VfL Wolfsburg. Was war denn dein erster Gedanke? Das passt? Der holt die eben da raus, wo Van Bommel sie reingeführt hat? Das ist von außen wirklich schwierig zu beurteilen. Also es wäre nicht richtig zu sagen, ja super oder wie kann man nur. Also das steht mir nicht zu. Halt. Die Situation war halt einfach natürlich auch so, sie mussten agieren während der Saison. Ja, ich glaube, sie haben sich entschieden, von Bommel zu trennen, halt, der eigentlich der Trainer war, mit dem sie halt die nächsten Jahre bestreiten wollte. Das hat aber hinten und vorne nicht funktioniert und dann waren sie in der Not. Und dann haben sie und mussten sie schnell agieren. Sie haben, glaube ich, in der englischen Woche gewechselt, was auch nicht so einfach ist und sehr, sehr schwierig. Also trotz alledem ist dann natürlich von jedem eigentlich auch eine Erwartungshaltung, egal wie viele Trainingseinheiten ich habe, dass ein Trainer natürlich eine Mannschaft auch dementsprechend.